Moin Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video von mir. In der letzten Folge kam ja ein Tsunami und habe mir hier dieses kleine Hütchen gebaut. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein bisschen geguckt. Hier hinten soll eine Stadt sein. Und da würde ich sagen, gehen wir heute einfach mal hin, weil hier zu wohnen ist, denke ich, nicht so geil. Und ja, wir brauchen jetzt hier erstmal Sprit. Ich habe hier zum Glück noch ein bisschen was. Auf jeden Fall müssen wir das hier erstmal auftanken. Wie geht denn das hier genau? Tanken wir erstmal kurz unser geiles Boot hier auf. So, unser Boot ist aufgetankt. Ich würde sagen, wir nehmen hier unsere Schalkerkisten auf jeden Fall mal mitnehmen können. Aber den Rest hier können wir eigentlich mal da lassen. Wir können das ja mal so als Ferienwohnung benutzen. Das würde ich halt. Das wäre jetzt doch eigentlich ganz geil, hier so eine kleine Ferienwohnung. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt hier erstmal in die Stadt. Oh mein Gott, hier ist die Stadt schon. Ey, schaut, die ist ja insane heftig. Alter, die ist ja mega groß. Unser Boot können wir hier stehen lassen. Hier stehen zwar keine anderen Boote, aber ich denke mal, das ist ja hier ein Hafen. Was gibt's hier? Was gibt's denn hier alles? Wir schauen uns das erstmal hier an. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Also hier ist eine Hüpfburg, oder? Hier gibt's Bänke. Hier ist Food. Kann man sich hier was holen, oder? Alter, aber ja, wir haben ja kein Geld. Ja, das ist natürlich suboptimal, ne? Aber kann man sich auf jeden Fall was zu essen holen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier ist mega schönes Blumenbeet und so. Hier ist eine Hüpfburg, oder? Das feiere ich auf jeden Fall. Das schaut ja schon mal echt geil aus hier. Also ich denke, hier kann man sich durchaus wohlfühlen in der Stadt. Aber wir schauen jetzt erstmal. Hier ist ein Geldautomat. Da können wir später ein bisschen Geld abheben. Das ist schon mal nice to know. Und ja, hier ist ein Parkhaus. Das ist cool. Was ist hier? Security, hallo? Hier gibt es Läden auf jeden Fall. Aber ich war hier schon mal in der Stadt, da erinnere ich mich noch dran. Da war ich nämlich Verwandte besuchen. Ich schau mal, ob ich hier irgendwo Infos bekomme. Vielleicht hier, das schaut vielleicht aus dem Rathaus. Nee, ist kein Rathaus. So, hier ist das Rathaus. Und ich frage den Typen jetzt mal, ob er mir hier ein bisschen helfen kann. So, ich weiß jetzt, wie wir hier wieder hinkommen. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch ein Auto holen. Hier auf jeden Fall, da wo diese fette Beleuchtung ist, müssen wir rechts. Nicht links, bin ich euch komplett behindert. Und dann hier geradeaus. Wir können dann hier links und dann mit der U-Bahn fahren. Dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller da. Wir müssen nämlich hier über diesen großen Fluss. Keine Ahnung, was das für ein Fluss ist. Da müssen wir erstmal rüber. Wie geht's denn hier rein? Okay, also mit der U-Bahn können wir nicht fahren. Aber wir können hier mitfahren. Ist auch so eine Bahn hier drüber. Gibt's hier Minecarts? Das ist extrem geil. Ja. So, angekommen hier. Hier ist auf jeden Fall auch wunderschön. Oh, hier sind hier neue Häuser. So, hier sind auf jeden Fall meine Verwandte. Meine Cousine Isabelle ist hier auch da. Die haben hier auch sich eine geile Doppelhaushälfte gebaut. Mein Cousin ist hier auch da, oder? Ja, genau, der Chin. Und ich würde sagen, ich versuche mal hier dieses Haus zu kaufen. So Leute, ich habe erfolgreich das Haus gerade gekauft und ich würde sagen, wir können jetzt hier langsam mal einziehen, oder? Also wir haben ja schon ein bisschen Einrichtung und das Gelbe habe ich hier gekauft. Ich denke, das ist ein geiles Haus. Also wir haben hier auch hier eine Top-Lage. Das heißt, das zu verkaufen Schild, das kommt ja erstmal direkt weg. Wir haben hier auch einen geilen Garten. So, ins Haus. Also ich denke, hier kann man sich bestimmt richtig gut wohlfühlen. Hier oben könnte man noch hier so ein bisschen dran bauen, dann könnte man hier das Bett hinbauen. Dann müssen wir mal in den Baumarkt gehen und schauen, ob wir hier diese Stufen irgendwie bekommen. Aber erstmal stellen wir hier das hier, unsere Umzugskartons auf. Und ja, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Bett und Essen drin, aber genau. Also die Küchenausrüstung, die habe ich noch alles. Aber vom Rest ist da einiges flöten gegangen. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine geile Küche mit geiler Aussicht gebaut. Also hier macht das Kochen bestimmt richtig, richtig geil. Ich glaube, wir brauchen so viele Tische gar nicht. Nee, wir packen mal nur hier einen hin. Den anderen bauen wir wieder ab. Weil so viel brauchen wir eigentlich erstmal gar nicht. So, aber wir können uns die, denke ich, auf jeden Fall mal aufheben, die Tische und Stühle. Weil die kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Hier haben wir noch unseren Messerblock.
Und eine Couch, aber mehr haben wir auch nicht mehr. Ja, das ist eigentlich echt wenig, was ich hier habe. Ich habe ja eigentlich unsere ganze Einrichtung mitgenommen. Aber ich habe irgendwie viel verloren. Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir echt nicht erklären. Wo bauen wir denn die Couch hin? Hier ist eigentlich echt eng, muss ich schon mal sagen. Wir haben doch auch so eine Dachterrasse. Dann bauen wir die auf die Dachterrasse. Hier ist auf jeden Fall noch so eine Abdeckplane drauf. Die müssen wir erstmal wegmachen. Das ist ja gar keine Abdeckplane. Also irgendwie war das Haus jetzt schon rückblickend fähig. Aber wir haben jetzt immerhin hier unsere Stufen. Also hier können wir uns auf jeden Fall schon mal hier das hinbauen, weil dann machen wir uns hier unseren Schlafbereich hin. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Baumarkt. Oder wollen wir uns hier das ausleihen? Ich frage ihn mal, ob ich das ausleihen kann. Und dann müssen wir hier jetzt über die Brücke fahren. Wir müssen dann hier rechts. Upsala. Hier rechts und dann hier drüber, genau. Und dann sind wir auch gleich schon in der Innenstadt. So, hier waren wir ja gerade. Wir sind hier bloß mit der U-Bahn lang gefahren. Und jetzt können wir hier easy runter. Und Baumarkt weiß ich noch, wo der ist. Der war hier vorne irgendwo. Ich schau mal, ob es hier auch Beton gibt. Ah, hier kann man sich auch hochfahren. Okay. Und hier ist die Gartenabteilung. Gleich oben. So, es war tatsächlich Terrakotta, was ich hier brauche für mein Haus. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das hier erstmal an, weil hier gibt es noch, was gibt's hier? Seeds, da brauchen wir auf jeden Fall auch was. Ah, shit, ich müsste mal Geld abheben. Hier ist ein Autohändler. Okay, Leute, ich hebe jetzt hier vorne eben Geld ab. Dann können wir auch unser Auto zurückbringen, weil fahren wir hier mit dem Auto von meinem Cousin rum. Und das denke ich nicht so geil. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen Geld von der Bank mir geholt. Und jetzt kaufen wir uns hier erstmal ein Auto. Was ist das hier? Ach nee, das hier ist ein Bootladen. Kann ich denn hier ein Auto mir kaufen? Hier können wir uns ein Auto kaufen. Welcher Schlüssel ist denn für was? Wir haben uns hier mal das günstigere Auto. Das Auto hier gehört das auf jeden Fall uns. Ah, wir müssen es hier erst stehen lassen. Wir müssen ja das Auto noch zurückbringen. Egal, machen wir. Mach ich später. Mach ich nach der Folge hier. Erstmal gehe ich jetzt wieder zurück zu meinem Haus. Und dann richten wir das auf jeden Fall fertig ein. Mit 46 km/h geht's hier auf jeden Fall zurück. Erstmal muss ich jetzt hier mein Haus reparieren. Das ist jetzt erstmal wichtiger. So, das ist auf jeden Fall der richtige Beton gewesen. Beziehungsweise es ist ja Terrakotta. So. Das sieht doch schon viel, viel besser aus hier jetzt. Weil jetzt können wir hier uns nämlich auf unsere Terrasse, hier schaut es auf jeden Fall viel, viel besser aus, können wir jetzt hier unsere Couch draufbauen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier unsere wunderschöne Couch hingebaut. Und jetzt können wir auch, ja, der müsste ein bisschen weiter hinter. Ich hoffe, dass er diesmal ein bisschen länger an seinem Platz stehen kann. Und nicht nach einem halben Tag gleich wieder abgebaut werden muss. So, aber fürs Anfang ist es doch ganz gut. Wir bräuchten jetzt nur noch, stimmt, das wäre auch noch ganz geil, ein Bett. Das wäre sehr, sehr nice. Und hier können wir uns die andere Schalkerbox auch mal hinbauen. Hier ist aber eigentlich nichts mehr Wichtiges drin. Obwohl, unseren Kuchen können wir hinstellen. Und das hier. So, einmal unseren Messerblock hier hin. Und unseren Kuchen. Wo bauen wir denn unser Bett hin? Stimmt, wir haben gesagt, unser Bett bauen wir hier oben hin. Hier. Wir haben das jetzt hier echt schön eingerichtet. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Und ciao.